Sie heißt Erika Arnold, ich bewirtschafte hier den Klusterhof. Also wir haben einen Milchwirtschaftsbetrieb, wo wir über 50 Milchkühe haben. Daneben haben wir einen grösseren Hofladen, wo wir eigentlich hier so ein bisschen Molkenpflegeprodukte produzieren und ganz viele Lebensmittel. Also unser Hof hat eine Fläche von 27 Hektar. Und wir haben 50 Milchkühe, wir haben 4 Appenzellengässer, die wir hier haben, die wir auch brauchen für die Molkenpflege. Dann haben wir einfach jetzt gerade im Moment etwa 70 Kälbchen, die gerade auf die Welt gekommen sind, jetzt im Herbst. Dann ein Hund natürlich, ein Berner Sinnenhund, der hier wohnt. Dann 80 Hühner, die wir haben, die wir hier brauchen. Was vielleicht das Speziellste ist, was wir herstellen, wir machen eigentlich Naturkosmetik, wo wir auch Kräuter anpflanzen oder sammeln können hier auf dem Hof. Also bevor wir ein Etikett drucken hatten, haben wir die meisten, am Anfang haben wir es eigentlich selber gedruckt, also mit den normalen Drucken, die wir hatten. Wenn man merkt, dass das Papier sich halt nicht, also wenn man das ein paar Mal in die Hände genommen hat, hat sich der Druck immer gelöst. Das ist nicht so gut gegangen. Dann haben wir es eigentlich regional drucken lassen. Aber dort war man nicht so flexibel gewesen. Und jetzt im Moment sind wir froh, dass wir es selber drucken können. Also besonders wichtig war uns, dass man das Material findet, das sich eben, wo wasserfest ist, wo sich nicht die Etikette ablöst. Wenn sie jetzt eine Woche lang in der Dusche ist, das Fläschchen, also gerade bei den Wellnessprodukten, dann ist es uns wichtig, dass wir alle auch Materialien brauchen können, dass wir irgendwie halt, wir brauchen jetzt ja für Wellnessprodukte und wir brauchen für Lebensmittel, wir haben ganz verschiedene Formen und Anwendungen, die wir brauchen, wo wir die Fläschchen bedrucken müssen. Also sieht man den Colorprint 650 hin, sind wir einfach viel flexibler, also wir können alle Etiketten so drucken, wie wir gerade wollen. Wir können kleine Mengen nehmen, wir können eigentlich auch mal etwas ausprobieren. Das ist echt der Vorteil vom selber drucken.